Ja, Otto Dix ist einer der bedeutendsten Künstler in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist einer der großen Realisten, vergleichbar mit Goya oder Picasso. Ein Mensch, der durch das Erlebnis des Ersten Weltkrieges insbesondere extrem interessiert ist an der Natur des Menschen, an den Konflikten in der Gesellschaft, an Gewalt und Leidenschaft. Und er versucht, ein präzises Bild des Menschen in seiner Zeit zu schaffen und dabei die ganze Widersprüchlichkeit in der menschlichen Existenz darzustellen. Und das macht ihn so bedeutend. Die Ausstellung ist gegliedert in 7 thematische Kapitel, an denen man sehr schön durch das ganze Lebenswerk vom Dix hindurchschreiten kann. Wir beginnen mit seinem Frühwerk, wir gehen dann in den Krieg hinein, der für ihn extrem prägend war. Dann ist die Nachkriegszeit mit seinen wunderbaren Aquarellen, zeigt Hauptwerke. Dann sitzen wir hier in dem Porträtraum. Eins weiter geht es dann zur Großstadt und zu seinen Werken in den 30er, 40er Jahren. Und wir enden mit dem Spätwerk. Und insofern kann das Publikum in Mexiko den ganzen Dix erleben in der ganzen Fülle seines Werks. Sie werden Hauptwerke sehen, Sie werden Werke aus allen Schaffensphasen sehen, in allen Techniken. Sie lernen Dix als den berühmten Maler kennen. Sie sehen seine fantastischen Kriegsradierungen, mit denen er weltberühmt geworden ist in den 20er Jahren. Sie erfahren aber auch aus seinem Spätwerk, Sie erleben die religiösen Allegorien. Das heißt, Sie können Dix in allen seinen Aspekten erleben. Ja, ich fordere Sie auf, ins Marco zu kommen. Es ist eines der schönsten Museen, das ich jemals gesehen habe. Und es ist eine sehr große Dix-Retrospektive, wie sie in Amerika noch nicht zu sehen gewesen ist. Sie können alle Lebensphasen von Dix erfahren und Sie werden sich und Ihre Gesellschaft wiederfinden in den Bildern von Dix, mit denen er einen Spiegel vorhält. Es ist nichts besser geworden, wir sind von denselben Problemen betroffen und wir können uns mit dieser Kunst selber besser begreifen.